Hallo Leute, willkommen zum kleinen Quillshot Guide bzw. zur Dauntless Beginner Guide Series. Heute geht es bei mir eben um wieder mal das Defender Set bzw. einen Quillshot. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir das Defender Set eben schon total ausgebaut, bis auf den Kopf vielleicht. Hier reden wir eben von dem Supplied und Aether Aspekt, der uns helfen wird, ein bisschen Heilung und auch ein bisschen Laternenladung zu bekommen, während wir hier kämpfen. Das sieht eben so aus, dass ihr durch den Supplied mehr Heilung erhaltet aus euren Quellen, das heißt wie zum Beispiel der Life Pool, euren Pots oder auch der Laterne, wenn ihr eine Heillaterne verwendet. Das Ganze mit dem Aufladen der Laterne spielt eben da einen Faktor, da es egal ist, welche Art von Laterne ihr benutzt. Dennoch ist es wichtig, eben jetzt im Early mal auch diesen Aspekt auszunutzen, da ihr für gewöhnlich mit dem Borrowed Gear diesen Effekt nicht haben werdet. Aber ja, Quillshot, was ist das eigentlich? Was tun wir hier? Was machen wir? Wir machen jetzt eigentlich gerade das Ende von T1 so ein bisschen. Quillshot ist ja, wie ihr sehen könnt, schon ein bisschen, naja, schnellerer Behemoth, ein einzigartigerer Behemoth im Sinne von der Neuheiten, die ihr sehen werdet in den nächsten paar Videos. Das Ganze sieht eben so aus, dass ihr je nach Waffe, die ihr spielen möchtet, entweder den Kopf, Schweif oder Bauch fokussieren könnt. Ich persönlich habe mir jetzt den Bauch und den Kopf ausgesucht, da ich es persönlich sehr lästig finde, an den Hinterbeinen dran zu stehen mit dieser Waffe. Mit den Blades würde ich zum Beispiel die Hinterbeine empfehlen, da ihr da eben eine bessere Möglichkeit habt, wegzusprengen, wenn ihr eure Spezialfähigkeiten einsetzt. Für die anderen drei Waffen, Hammer, Schwert und Axt, würde ich dennoch auch entweder den Bauch oder Kopf empfehlen, beziehungsweise wo ihr euch denn wohler fühlt. Das Ganze sieht eben so aus, dass er verschiedene Winkel anpeilen kann mit seinen Drehungen und Hieben, die euch zum Beispiel erlauben, an den Beinen dran zu bleiben, sollte er euch nicht fokussen wollen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einer Gruppe seid und er wird ausholen, um jemanden vor ihm treffen zu können, wie jetzt zum Beispiel gerade, wäre es eben auch möglich, dass ihr an den Beinen einfach dran stehen bleibt, ihm Schaden zufügt und alles an Zeit mehr oder minder ausnutzt, die ihr zur Verfügung habt. Im Prinzip habt ihr das eh gerade schon gesehen, er zieht jetzt hier immer wieder seine kleine Rotor durch mit seinem Body Slam, mit seinen Stacheln, die er auf zwei verschiedene Arten hochwerfen kann. Hier ist eben gleich wichtig zu sagen, ihr seht ja eh an der Animation so ein bisschen, wenn er diesen klassischen Katzenbuckel macht, wird es eben einen Kreis um ihn ziehen, beziehungsweise wird er sich verteidigen wollen um ihn herum. Und wenn er eben lediglich aufgeladen seine Stacheln rausschießt, wird er eben versuchen, jemanden gezielt zu treffen. Das Ganze werden wir uns später in der Enrage-Phase nochmal genauer ansehen, da er eben in der Enrage-Phase nur noch diesen Angriff machen wird, welcher natürlich auch schneller vonstatten geht, beziehungsweise alle Spieler, die in der Gruppe mit euch drin sind, fokussen werden. Da wird keiner ausgenommen werden. Aber dazu später nochmal. Ich persönlich habe mir sehr leicht getan, jetzt hier eben, wie gesagt, die vorderen Beine zu fokussen, da er eben Sachen wie diesen Slam hier macht, der es mir erlaubt, ihm danach Damage zu fahren, sollte man das Timing gut hinkriegen. Und auch hier neben dem Bauch, neben dem Bein, ist eben für mich ein sehr guter Platz, um stehen zu können, wenn ich mit der Axt dann meine Aufladungen tätige oder zum Beispiel mit dem Hammer eine volle Rota durchziehen möchte. Dasselbe auch für das Schwert. Und hier geht es eben auch darum, ihr dürft hier zum Beispiel auch nicht einfach stumpf weglaufen, ihn outrangen wollen, da ihr euch eben immer wieder versucht, ihn mit einzuholen oder aber auch seine Stacheln zu werfen. Vielleicht noch auch sehr wichtig bei Quillshot, sehr empfindlich ist er eben bei den Stacheln vorne, tut mir leid, die Hauer vorne auf seinem Kopf, mit denen die ihr ihm als erstes bzw. am leichtesten brechen könnt, somit auch eben verschiedene Situationen unterbrechen. Hier zum Beispiel sieht man jetzt sehr schön den Enrage von ihm, er wird ein bisschen schneller, er wird aggressiver, er will euch um jeden Preis töten und auch einen mitgeben, wenn er ihm die Chance gibt. Seine Stacheln eben sind jetzt hier zum Beispiel nicht so schnell gewesen, wie ich es vielleicht vorhin gesagt habe, kommt aber noch definitiv, da von diesem Behemoth ja auch weitere Upgrades kommen werden in den nächsten Quests für euch. Dort ist es dann eben schon sehr wichtig, dass ihr die Stacheln mehr oder minder im Zickzack dodgt, da sie euch nicht mehr nur noch verfolgen werden, sondern auch ein bisschen predikten, wo ihr stehen werdet, beziehungsweise die Maschine weiß ja, wo ihr stehen werdet in den nächsten paar Millisekunden. Das heißt, ihr werdet sie da auch exakt landen lassen. Das heißt, da auch ein bisschen auf eure Ausdauer achten, vielleicht sogar eine Ausdauerlaterne mitnehmen anstatt der Heillaterne, wie ich jetzt zum Beispiel. Und ansonsten ist es eher ziemlich simpel. Die Stacheln, die ihr eben brechen könnt, werden auch eben natürlich nicht abgefeuert, beziehungsweise wachsen eben nach der Image-Phase, wie wir gesehen haben. Das wäre es im Prinzip auch schon wieder zu der Grundmechanik. Hier eben nochmal der Schweif und der Rücken vielleicht. Wenn es eben schafft, seinen Body Slam zu triggern, wie diesen hier zum Beispiel, wieder eben versuchen, euch dauernd auf dem Boden zu slammen, da er glaubt, ihr steht vor ihm.
Das Ganze gibt es eben auch noch seitlich, wenn ihr an Bauch steht zum Beispiel, wird er versuchen euch einen, beziehungsweise sich einfach auf euch drauf zu schmeißen, um anschließend Stacheln aus seinem Rücken zu schießen, während er noch am Boden liegt. Dieses eben mit den drei Waffen, mit den drei Zweihandwaffen sehr einfach zu dodgen, mit den Blades jedoch wiederum etwas eine Frage des Timings, mehr oder minder, oder Art Range das einfach und simpel gesagt, da ihr ja mit den Blades nicht dieselbe Iframe habt wie mit der Axt zum Beispiel. Und ja, das wäre es im Prinzip eh schon wieder zu Quillshot. Ist eben noch nicht so viel zu sagen. Tut mir auch leid. Aber da werden wir definitiv noch zukommen, wenn denn dann auch die stärkeren Behemoths ins Spiel mal mit dabei sind. Wie jetzt zum Beispiel auch dann das nächste Upgrade dieses Quillshots hier, das eben der Deadeye-Quillshot wäre. Aber dazu dann eben mehr. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Hab mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.